Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. RB Leipzig gegen Manchester City. Spiel 1 konnten die Gastgeber äußerst erfolgreich gestalten und man hat auch gespürt, der Sieg gibt jede Menge Selbstvertrauen. Ist schon immer schön, wenn der Auftakt passt, wenn du lange dabei sein willst. Von RB Leipzig. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Bei Leipzig stellt sich immer die Frage, hilft das dem deutschen Fußball? Kann da wirklich was entstehen, Buschi? Ach, ich glaube schon. Man sieht ja vor allem auch, was im englischen Fußball gerade passiert. Und da muss auch der deutsche Fußball Wege finden, um mithalten zu können. Da ist das, was RB Leipzig macht, vielleicht ein Ansatz. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester City. Ein sehr ballbesitzorientiertes Team und das zeichnet sich auch heute hier wieder ab. Ja, sie wollen es mit ihrem so typischen Kurzpassspiel versuchen, mit diesen schnellen Pässen und mit viel Geduld im Spielaufbau. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Klostermann. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Schauen wir uns mal an, wer denn so die Schlüsselspieler werden könnten heute. Da fällt mir natürlich insbesondere Erling Haaland ein. Was die Physis angeht, die Power, da gibt es kaum bessere. Setzt das immer wieder perfekt ein, kann sich durchtanken und dann eben auch für Gefahr sorgen. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Jetzt müssen Sie aufpassen. Kyle Walker. Steilpass hier von Walker. Das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Die kurze Ecke. Akanji. Grealish. Ball läuft jetzt gut bei Manchester City. Klostermann. Klasse Aktion, Ball ist weg. Rodrigo. Haaland. Haaland mit dem Ballverlust. Gibt abseits, das war eng. Boden. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Kovacic. Ist natürlich ein unnötiges Abseits, wenn man da noch einen Moment wartet, sind alle wieder raus aus dem Abseits. Ja, das war überhastet, der Pass kommt zu früh, da machen sie der Defensive die Arbeit leicht, zu leicht. Please
Ball noch im Spiel. Stark gemacht. Da ist die Hereingabe. Schöner Pass. Kampel. Macht es! Macht er die Führung! Ja, macht das da ganz sicher. Steilpass von Erling Haaland. Haaland! Ganz sichere Parade. Eine kurze Ecke. Boden. Ist das das Tor? Eine sichere Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Ball ist erstmal wieder raus. Beide agieren hier mit einer Menge Geduld, mit einer Menge, positiv formuliert, taktischem Geschick. Es ist ja ein taktisches Fußballspiel. Es ist ein Spiel des Abwartens. Das ist nicht spektakulär, aber beide wissen genau, was sie hier machen. Vielleicht entwickelt sich bei diesem Angriff jetzt mal was. Haaland. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Erling Haaland. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Bah, schönes Tor. Hier ist die Wiederholung. 1 gegen 1. Sieht so leicht aus. Ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven, da musst du abgezockt sein. Leipzig ist hinten, weiter geht's. Da sehen wir die Tafel. 1 Minute wird nachgespielt. Die erste Hälfte ist vorbei. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. So, der Ball ist erstmal weg. Der Pass kommt zu früh, aber den Pass müssen sie auch eigentlich noch gar nicht spielen. Ja, ich glaube, gleich wären alle wieder raus gewesen aus dem Abseits. Da waren sie zu ungeduldig. Da ist die Chance. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment, großes Kompliment an den Torhüter. Ja.
kurze Ecke. Grealish. Da passt der Torhüter auf. Ausgeführt. Ruben Dias. Rodri. Akanji mit dem Ball. Rodrigo. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Angriff beendet. Tolles Zuspiel. Aber dann fehlt so die letzte Konsequenz. Angriff bringt nichts ein. Schade, da hätten sie hier weiter erhöhen können, aber das Aluminium ist im Weg. Das ärgert sie natürlich. Den hätten sie gerne mitgenommen, den Treffer. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Und da fällt der Ausgleich. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann bringt er diesen Strafschuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Rodri. Alvarez. Klasse Szene hier von Lukas Klostermann. Er geht dazwischen. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Gute Chance. Ja, jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, der Einwurf geben kommt nicht mehr ran an diesen Pass. Manchester City mit dem Ball gewinnen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöne Ball im Spiel gehalten. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Jetzt ist er durch. Nicht so einfach hier. Er versucht den Heber. Latte, aber die Chance lebt noch. Es droht die Niederlage erst recht nach diesem späten Alu-Treffer. Kurz vor Ende eben nicht der Ausgleich. Das wäre es ja nochmal gewesen. Werner lauert in der Mitte. Er kann klären. Jetzt ist er vorbei.
Die letzte reguläre Spielminute läuft. Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Gehalten. Dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion, lässt da überhaupt nichts anbrennen. City wird wechseln. Die Ecke kommt. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Jetzt die Ecke. Da aus enormer Entfernung. Keine echte Torgefahr. Da ist die Flanke. Erstmal Gefahr bereinigt. Das war's für heute. Schlusspfiff. Es gibt an diesem ersten Spieltag eine Niederlage. Das ist der Fehlstart, den hier in der UEFA Champions League jeder vermeiden wollte. So eine enge Gruppe. Du musst